Wir machen die Bahn effizienter und zuverlässiger. Im Projekt Digital Twin Fahrzeug geht es um die automatische und dynamische Erfassung von Fahrzeugzuständen im Rahmen eines digitalen Zwillings. Unser Ziel ist, bevor die Fahrzeuge in die Werkstatt zur Instandhaltung kommen, bereits gute Kenntnisse zum Zustand von einzelnen Komponenten zu erhalten. Dies wird ermöglicht, indem wir viele Daten von den Fahrzeugen im Betrieb erhalten, welche uns Auskunft geben zum Zustand der Komponenten. Dadurch erreichen wir eine optimierte Instandhaltung und die Verringerung von ungeplanten Ausfällen. Wir schaffen es auch, Energie einzusparen, indem wir die entwickelten Modelle mit den Echtzeitdaten, die wir von den Fahrzeugen bekommen, füttern und dann eine energieoptimierte Abstellung des Fahrzeuges ermöglichen. Projektpartner sind das AIT, das Austrian Institute of Technology, welches ihre Fachkenntnisse zu Advanced Analytics, also den Umgang und der Verarbeitung von großen Datenmengen, in das Projekt eingebracht hat. Die ÖBB Traintech leitet das Arbeitspaket und bringt ihr Domänenwissen zur Fahrzeuginstandhaltung ein. Darüber hinaus ist das Verständnis von Daten, Signalen und deren richtiger Interpretation ein wichtiger Baustein. Und schließlich als wichtiger Projektpartner mit an Bord ist der ÖBB Personenverkehr. Dieser bringt ihr Wissen zur Fahrzeugeinsatzplanung und dem Betrieb der Fahrzeuge mit ein und ist wesentlich an der Gestaltung der Use Cases beteiligt. Die größten Herausforderungen im Projekt war das Verarbeiten der großen Datenmengen mit der richtigen Interpretation und Aufbereitung. Aber dank der guten Zusammenarbeit mit den Projektpartnern konnten wir dies lösen. Das Projekt ermöglicht es uns, die Instandhaltung zu verbessern, die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu erhöhen und es leistet einen wichtigen Beitrag für den wirtschaftlichen Betrieb. All das führt dazu, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Qualität der Bahn zu steigern.